Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu hier bei Overwatch. Also ich wollte gerade zurück sagen, aber das ist ja das erste Mal, dass ihr es bei mir seht. Aber ihr seht das jetzt wahrscheinlich schon zum 100. Mal bei Gorobai und Nefias. Ja, dementsprechend wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und die Anne ist auch dabei übrigens. Hallo, sie hat noch ein paar Probleme und spielt das auch das erste Mal. Oh, ich habe das Achievement, nur gute Freunde. In meinem Leben ein paar Probleme und nur gute Freunde. Ja, was, jetzt hast du auch ein neues Spray-Tag für Tracer. Ne? Ja, das sind die Heroes. So, was ist Anne? Cool. Anne nimmt die Diva. Die Diva. Rosa. Hast du schon eine Runde gespielt, Anna, oder ist das jetzt die erste? Nein. Oh oh. Oh oh. Okay, aber das Spielprinzip, hast du das verstanden? Ihr habt ja nicht gesagt, was es für ein Spielprinzip ist. Also wir Shooter. Ja, pass auf. Die Maps haben immer. Wir müssen jetzt hier dieses Verteidigen steht, da musst du hinlaufen. Genau, du bist ja schon da. So, die Gegner kommen gleich aus dem Haus da raus. Da sind die Gegner, da habe ich markiert, da sind sie. Ja, ich sehe sie. So, die kommen gleich raus und wollen dich töten. Und du versuchst sie auch zu töten. Genau, und du kannst mit Shift boosten, also auch in die Luft fliegen. Und mit E wehrst du Schüsse ab. Das ist so eine Matrix, damit wehrst du alle Schüsse ab. Ja. Du bist ein Tank, das heißt du. Jetzt bin ich zu laut, wa? Ich bin ein fucking Tank. Aber mach ich gleich selbst. Weil jetzt passt ja bei den anderen. Jetzt bin ich tot, jetzt kann ich. So, oh, du kannst noch mal raus, wenn du. Nee, du bist nicht tot, du hast so einen Mech um dich herum und dann kannst du noch normal rumlaufen. Oh oh, jetzt bin ich aber fast tot. Ach fuck. Mercy. Nein! Hat den Nefias gekillt. Ja. Weil ich kann auch einen anderen Hero picken, sehe ich gerade. Ja, du kannst jede Runde, du kannst immer, wenn du tot bist, einen neuen picken. Ah, das ist ja witzig. Das ist ja das Spielprinzip. Wenn du das willst. Du kannst jetzt zum Beispiel auch einen. Wir haben zum Beispiel keinen. Nee, einen Healer haben wir. Du kannst zum Beispiel einen anderen Tank nehmen oder einen anderen Attacker oder was weiß ich. Also, du hast eigentlich. Achso, das sind hier die. Okay, das sind die verschiedenen Klassen. Genau, links sind Attacker. Mercy ist ein Heiler. Da musst du nah bei. Damit kannst du Damage boosten und heilen. Je nachdem, welche Maustaste du drückst. Wenn du nur wissen möchtest, was die können. Dann kannst du F1 drücken. Dann kannst du F1 drücken, ja. Wie Max da an dem Dings hängt, an dem Kaktus. Da kam ein riesiger Drache auf einmal. So. Ach, scheiße, der McCree läuft hinter uns rum. Aber wir haben doch Diva, warum sagt er denn keine Tanks? Diva ist, glaube ich, kein Tank. Nee, der andere hat gewechselt auf May oder so. Ach so. Ihr könnt mich von meiner Mission abschneiden. Ja, ist Open Beta jetzt, ne? Nein, ich wurde getötet. Open Aber ich habe ja auch jemanden geheilt, also war ich nicht nutzlos. Open Beta. Ich war nicht nutzlos. Ach, hinter mir ist auch einer direkt gewesen. Und das ist ein Hanzo. Niemand. Der ich wohnte der modernen Medizin. Ja, du bist Schweizerin. Ja, freilich. Ja, wir freilich. Es gibt ziemlich. Also, ich weiß nicht, so ganz. Reinhard ist auch Deutscher. Reinhard kommt aus Stuttgart. Aber der ist auch schon irgendwas mit 60. Goro, mach ihn, der ist hinter dir. Oh, danke. Schluss mit dem Affentheater. Ah, du bist der Gorilla? Ah, ja. Du bist Winston. Den charmanten Gorilla habe ich doch schon im Tutorial getroffen, in der Einleitung. Mal getroffen. Anne, wenn du deinen Rechtsklick, glaube ich, auf mich machst, dann mach ich mir Schaden. I'm on fire. Bin da. Kann ich überhaupt Schaden machen? Mit Mercy, ja, du kannst die Waffe wechseln mit dem Mausrad, dann hast du eine Pistole. Aber du bist halt wirklich heilen und Damage boosten eigentlich hauptsächlich. Okay. Mercy ist total. Ich bin voll schnell gestorben. Mercy ist ein total passiver Charakter. Ja, es ist okay. Unterstützung halt, ne? Lucio, wenn du einen aggressiven Heiler spielen willst, ist es Lucio oder Zenyatta, diesen Roboter. Die sind sehr aggressiv eigentlich. Zenyatta ist schwer zu anfangen. Oh, hier, Alter, was ist denn hier drin? Party oder was? Und du siehst unten in deinem Bild, da ist ja dieser Kreis, der lädt sich auf. Und das ist eine ultimative Fähigkeit. Auf was kann man das geschützt als Hochlevel? Auf Stufe 3? Auf 2. Und mit 3 kommst du nur, wenn du Ulti hast. Das ist so ein Mech, die rennen also durch. Die sind schon hinter dir. Nein, das Auto muss geschoben werden. Das ist wichtig. Die müssen das Auto schieben, sonst gewinnen sie nicht. Achso, doch, da ist er ja. Alles klar, Leute, jetzt geht's los hier. So. Links, rechts, klick. Der scheiß Hanzo, Alter. Oh, die war gut, die Ulti. Du. Ja, also Torbjörn kann ich auch schon mal sagen, habe ich noch meine Probleme mit. Womit? Mit Torbjörn.
Ja, Torbjörn ist... Oh Mann, ich habe 2 Schüsse abgekriegt und war tot. Ja, das Beste bei Torbjörn ist, wenn du nicht den Engineer aus Team Fortress machst, also nicht die ganze Zeit bei deinem Geschütz stehst. Du musst Torbjörn aggressiv spielen, das ist das Beste. Der macht halt auch ziemlich viel Damage mit seiner Waffe. Dann nicht gegen Tanks natürlich. Nee, das. Und Kopfschüsse zählen mehr, ne? Meine Ulti, oder in was? Kuh belebst du Leute wieder. Du siehst in der Mitte des Screens, wie viele tot sind. Und wenn du zwei oder findest, das lohnt sich jetzt gerade, dann kannst du die wieder beleben. Alter, hier sind die alle drin. Oh Gott. Da, genau so, Anne. Genau so, das war gut. Das kann halt ein totaler Game-Changer sein. Die May. Wer macht May hier gerade? Okay. Nice. Ah. Hat jemand den Arzt gerufen? Stirb dich, Nevi! Ja, der Hanzo ist ein Problem. Nice, May. Oh, gut. Ach, meine Ulti hat dann Cooldown, ne? Ah, scheiße. Soldier hat mich gemacht, ist fast tot. Yes. Und eigentlich ist es so bei allen Ultis, dass die, wenn du Schaden machst, laden die sich schneller auf. Genji. Ja, wir haben so wenig Attack. Ja, wir sind ja auch Deather. Bam, 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 bam. Ja, du bist Bestien, ne? Ah, so viele Feinde. Help. Er steht sie direkt an, aus. Er steht sie direkt an dem Wagen, ey. Oh, Ulti von Dings weg. Oh Gott! Geschützt zum raus! Ach komm, ernsthaft? Goro, mach ihn, räche mich! Danke. Oh, schlechte Idee! Affenwut! Ich repariere mich mal selbst. Ach, ich kann dich gar nicht heilen, Maxi, oder was? Doch, kannst du. Du musst. Ich kann mich halt auch selbst reparieren. Oh Gott! Da oben ist einer. McCree! Direkt hinter dir, Anne! Die besten Ulti kennst du, McFly? Ha! Den Panzer? Ja, den kannst du, okay. Du bist hier nur Gast, du fasst nix an. Was? Den hab ich auch gerade gekriegt. Ich weiß auch nicht, wie ich hab's auch gekriegt gerade. Was machst du denn? Ich hab den Panzer. Ach, da hinten ist sie! Ach Gott, die hat ihre Ulti gemacht. Jetzt ist Diva down. Wollte gerade sagen, hast du Diva gemacht? Er hat sogar Boost benutzt, der Greedy Motherfucker, nur um mich zu töten, ey. Boost! Der Greedy Motherfucker hier. Ja, er boostet extra hinter mir her, um mich zu töten. Bastion ist super. Oh, nein! Was bauen wir denn hier gerade? Ihr müsst auch lernen, was die Leute sagen, also was eure sagen, was die Gegner sagen, weil daran könnt ihr erkennen, ob das eine gegnerische Ulti ist oder eure. Also von eurem Team. Boah, geil! Goro, ich hab Ferras Ulti voll gewastet mit E. Ich hab sie komplett zurückgespiegelt. Jetzt kommt erstmal wieder der Drache. Hab ich noch nie ge... Oh, da ist die Diva. Oh Gott. Noch 60 Sekunden. Warte, Maxi, wenn du dich gleich hier hinblendest, dann kann ich dir... Das ist McCree von der Seite. Gleich hinter dir, Goro. Da war McCree gerade. Oh oh. Nein! Oh nein. Ich hab dich beschützt. Ja, ja. Ich muss mich eben rein selbst regieren hier. Ah, verdammt, der McCree von der Seite da. Ich voll. McCree und Hanzo hinter euch übrigens, beim Outwagen. Shit. Ich komme jetzt mit meiner Ulti rein. Oh, Anne, einfach völlig kaputt gemacht. Ja, ich war zu weit vorne. No, oh, klar, jetzt schieben sie, ey, zu dritt. Lass sie nicht schieben! Lauf! Geh zu! Auf! Okay, doch. Alles bestens auch Goro. Oh, Goro, mach mal Play of the Game daraus für mich. Nee, der Hanzo. Ich hab einiges gemacht gerade. Ja, ich hab die dann nochmal gesnackt zum Ende hin. Ah, nice. Gewonnen. Also haben sie es nicht in der Zeit geschafft. Genau, wenn sie einen Checkpoint erreicht hätten, dann hätten sie mehr Zeit bekommen. Ah ja, für jeden Checkpoint dann wieder. Genau. Ne? Der Panzer. Meine Siegerpose. Oh, schade. Ja. Vibe. Ah, wahrscheinlich so ein Automatikfeuer angemacht und einmal kurz alles abgesnackt. Ja. Ja. alles abgesnackt, aber. Ja, das war auch nur ein Modus. Das ist halt Schieben. Schieben ist halt ganz cool und dann gibt's halt noch Punkt verteidigen und beide Teams greifen den gleichen Punkt an. Hot Boy. Na komm.
Und jetzt könnt ihr das Match bewerten und ihr Leute halt. Ich habe auch gestern ein Episch bekommen, habe ich mit Roadhog nämlich schön von hinten einmal aufgerollt in der Ulti. Hast du auch den Play of the Match? Boah, das Level Up Instant, Alter. Ja, ich finde es aber cool, dass sie das jetzt so unterteilt haben. Die Leiste. Oh, Lootbox. Lootbox erhalten. Jetzt muss ich hier aussammeln, ich muss ja jetzt auch an Loot. Macht ihr eigentlich dann so ein Match und dann macht ihr nächstes? Ne, wir machen immer zwei Runden. Ja. Okay. Außer jetzt kommt, ja gut, ja. Wenn jetzt Nepal kommt, haben wir Pech. Das ist halt kacke. Nepal. Angriff. Wir warten noch auf Spieler. Angriff. Aber wir warten noch auf Spieler. Widowmaker klingt lustig. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Ja, das ist, klingt witzig. Ja, Widowmaker, das klingt witzig. Mit der kannst, kannst du eine Giftmine irgendwo hinlegen in den Weg und wenn die aktiviert ist, kriegst du eine Meldung auf dem Display und dann siehst du, dass ein Gegner da lang läuft und dann kannst du dich darauf vorbereiten, dass sie gleich. Und das sind hier alle Helden, die es gibt? Ja, oder das sind alle. Ja, süße. Blizzard hat halt gesagt, dass es wichtig ist bei dem Spiel, dass du alle Helden hast. Deswegen kommen keine DLC-Helden oder so. Okay. Weil wenn einer sich einen Helden kaufen kann und der andere nicht und der andere Held ist halt irgendwie nur konterbar mit dem Helden oder so, dann ist das deswegen machen sie. Also kann man hier so halt auch so Boxen und Outfits und so weiter genau, kaufen. Genau, in den Boxen sind Sprays, Sprüche, Posen und Outfits. Also so kosmetische Sachen. Genau. So wie bei Dota oder so. Genau. Also nichts, was spielentscheidend ist. Cool. Aber ich finde das gut. Skills eigentlich, also das Aussehen der Skills teilweise durch die. Genau, das geht auch, weil zum Beispiel der Hanzo, also der eine japanische Bogenschütze da. Ja. Der hat so einen Wolfskin, der hat so einen Wolfsfell. Genau, dann schießt er nicht mit Drachen, dann schießt er so Wölfe und die heulen auch. Genau. Also manchmal ist es angepasst. Ein Schuss, ein Treffer. Wenn du auf C drückst, ne? Kannst du was Hallo sagen. Ups. Ich glaube, ich habe eine Mine gelegt. Genau, wenn da der Gegner durchläuft, dann explodiert die. Und ist vergiftet. Ja. Ah, du kannst C drücken und dann kannst du Hallo machen. Oder eine Pose. Hallo. Willkommen zu Apokalypse. Vielen Dank. Da kommt jemand. Wir haben eine Diva und einen. Könnt ihr eigentlich hier in unsere Basis reinziehen mit Roadhog? Ja. Nee, kannst du nicht. Hier ist die Border. Nein, da ist keine Border. Hier hinten ist die Border. Nee, die kommen trotzdem hier nicht rein. Ach so, stimmt. Die können hier nicht rein. Stimmt, wir sehen die noch nicht. Anne, dein Umschalttaste ist so ein Haken, damit kannst du dich irgendwo hochziehen. Und hier ist Bastion. Was für ein Bastion? Bastion ist direkt tot. Nee, ich bin direkt tot. Aber da wollte er sich da aufstellen, direkt am Spawn. Oh fuck, hier sind mal Türme. Türme? Ja, von hier. Symmetra. Und die haben zwei Bastions, by the way. Die Türme sind down. Da ist noch einer. Ach scheiße, mit einer Rakete erwischt, ey. Durch das Schild kann ich nicht durchschießen, oder? Nee, du kannst selber ins Schild rein von. Vom Affen? Ach so. Ja, du kannst ins Schild rein und du kannst das Schild aber kaputt schießen. Wenn ihr auf einmal schneller werdet, also dann bin ich das, ne? Das ist ja. Bist du plötzlich in der Nähe? Ja. Ja. Das ist das Patch? Das ist die Patch, ja. So gesehen, ja. LOL! Also teilweise merkst du halt auch, dass die Leute noch nie Overwatch gespielt haben, das ist lustig. Das ist auch geschützt, Dame. Ach, die Fracht hat den Checkpoint schon erreicht, meine Herren. Bleib hier! Boah, die sind aber alle zusammen hier. Crazy. Wo ist die Diva? Oh fuck, die Pharah war hinter mir. Okay, ich wechsle mal den Helden. Obwohl, nee, ich bleib dabei. Sind sie da? Keiner erwischt. Alle stehen da auf einem Fleck, das ist auch mal krass, ey. Das siehst du sonst auch nie. Das hast du in der Close Beta nie gesehen. Oh, nicht gut. Treffer, ich hab sie nicht gewischt. Ich bin zu abgelenkt. Oh, die rechte Strafe. Es passiert so viel um mich herum. Alles explodiert. Alles explodiert. Das ist eigentlich ganz lustig, das habe ich schon mittlerweile viele Leute, also so generell auch in der Battleborn gespielt habe in der Open Beta. Haben ja auch viele gesagt, da sind viel zu viele Sachen, die auf einmal passieren, viel zu viele Farben auf dem Bildschirm. So, hä? Also, also verstehe ich teilweise echt nicht. So, jetzt haben wir einen Buff von Nephias. Die Ultis, die sind manchmal echt spielentscheidend. Oh, da ist ein Teleporter, warte, den mach ich eben. Boom. 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 Ist down. Ich hab Kill gemacht.
Wir haben jetzt eine Saya. Boah. Hier, du. Schieben, nicht vergessen zu schieben, nicht so weit vorhin. Ja, ja, ich bin gerade beim Wagen zurückgegangen. Junkrat haben sie. Pass auf. Das, was sehr interessant ist an dem Spiel, ist, dass manche Leute das Spiel ja nur spielen, um zu killen. Aber du gewinnst ja die Map, du gewinnst ja nicht mit den meisten Kills. Ja, auch, ist ja auch wie im Team, ne? Wie bei den meisten. Du musst halt Support haben, Tank. Genau. Das finde ich eigentlich viel spannender. Und dann ist das natürlich ein Vorteil, wie wir jetzt zu viert halt, wir könnten halt im Prinzip ja schon ein perfektes Team aufstellen. Was die anderen zwei dann wählen, ist egal. Ah, fuck! Oh! Damage! Adieu! Oh man, wer hat die Gegend getötet? Ich? Ich bin hochgesprungen auf einmal. Ach, hier ist ein Opfer. Hier, die Ratte. Junkrat! Auf, falls der Reifen kommt. Ja. Bin ich tot? Ich glaube, ich wurde von diesem Reifen noch keinmal betroffen bis jetzt. Das ist. Ups! Kommt noch. Kann einer mal die Farah da machen? Ja, die hat ihre Ulti voll gewastet. Was macht meine Ulti denn? Wer bist du denn? Wer warst du denn nochmal? Ich bin die Sniper, sie. Ach so, wir schieben gerade drauf, die gehen nicht auf den Punkt, wir schieben gerade. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Deine Ulti ist ein Warhack. Ich will jemanden. Wir sehen damit die Gegner durch die Wände. Ja. Ich habe ein paar Kills gemacht, Freunde. Ich bin besser geworden. Und ich habe ein paar Witwen. Daran merkst du, dass halt die Leute noch neu sind in der Beta. Die sind nicht auf den Punkt gewesen. Ja, schon wieder. Er war doch in der Close-B. Ich glaube, Swipe habe ich sogar wirklich mal gelesen, schon mal. Ah, okay, da hat er aber auch. Das ist halt seine Ulti, das ist so ein Auto-Aim. Den kannst du aber mit genug Charakteren gut blocken. Du kannst ihn mit Genji wegblocken, du kannst ihn mit D.Va wegblocken, das geht ganz gut. Oh, McFly. Ah. Nevius ist da ja aber auch ganz rechts. Ding. Versuchte Heilung. So, ding. 27% des Teams. So, Maxi, du musst was machen. So, Leute, das war auf jeden Fall diese erste Folge bei mir und die 120.000. Folge bei Goro und Nefias und die erste Folge auch bei alle. Und ich hoffe, ich habe mich nicht allzu schlecht angestellt. Und wenn ihr glaubt, dass ich mich gut geschlagen habe, dann lasst ein Dike da. Und wenn du glaubst, dass die anderen sich gut angestellt haben, lasst schneller die nächste Runde fängt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.